Ja. Okay. Das ist auf jeden Fall mehr als 10 bis 20. Kannst ausmachen. Was? Das lügt nicht. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich habe heute was ganz, ganz Aufregendes vor. Und zwar wollte ich das schon immer mal machen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es gibt ja diese Nährstoffanalysen, wo man wirklich alle Nährstoffe, die man so benötigt, testen kann, wie die im Körper sind, ob man da Mangel hat vielleicht oder auch nicht. Und das gibt es für zu Hause und ich wollte schon immer mal ausprobieren, habe es aber bisher noch nicht gemacht. Jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, wo ich das Ganze teste und euch natürlich mitnehme. Ich habe mich hier für die Mikronährstoffanalyse von Medicross Labs entschieden. Da kann man nämlich einfach eine Haarprobe einschicken. Und dann testen sie dich irgendwie anhand dieser Haarprobe auf 71 Mikronährstoffe, was echt ganz cool ist. Das ist keine Werbung, also unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Ich möchte es einfach selber einmal austesten und hier so einen kleinen Produkttest vollführen. Eine Nährstoffanalyse Pro kostet 30 Euro, im Internet steht es für 90 Euro und dann halt reduziert auf 30 Euro. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ist oder ob das immer so ist. I don't know. Wir haben es auf jeden Fall auch für 30 Euro, glaube ich, gekauft. Und das Ganze funktioniert eben so, dass man einen online so eine kleine Selbstauskunft ausfüllt, da so reinschreibt, was für Allergien man hat, was für Medikamente man nimmt, wie man, ich glaube auch wie groß man ist, wie viel man wiegt, irgendwie sowas. Das schickt man ab und dann schickt man eine kleine Haarprobe ab. Das machen wir nachher auch zusammen. Und bekommt dann nach so 2 bis 3 Wochen das Ergebnis zurück. Sie sagen auch, dass der Test keine medizinische Diagnose ersetzt, sondern einfach nur selber ist für mehr Informationen. Und dass, wenn man jetzt Beschwerden oder Schmerzen hat, man auf jeden Fall zum Arzt gehen sollte oder zur Ärztin. Sie testen auf Aminosäuren, Enzyme, Vitamine, Spurenelemente, Elektrolyte und noch ein Punkt, der ist unter Sonstiges aufgefasst. Jetzt in sowas wie Kreatin, Taurin und so weiter. Schauen wir uns dann nochmal im Detail an. Tatsächlich bin ich bei solchen Tests immer so ein kleines bisschen misstrauisch, wie gut die tatsächlich funktionieren, aber ich wollte es halt einfach gerne mal ausprobieren, weil ich bisher beim Arzt beziehungsweise bei meiner Ärztin immer nur ein großes Blutbild gemacht habe und dann noch so Vitamin B12 und Vitamin D und so weiter mit untersuchen lassen habe. Aber ich habe noch nie wirklich so eine Auflistung von Aminosäuren, Nährstoffen und alles gehabt und das ist mir halt auch nochmal wichtig, weil es ja noch weitere kritische Nährstoffe in einer veganen Ernährung gibt. Und vielleicht kommt da noch was bei raus, was ich bisher nicht wusste. Deshalb bleibt gespannt. Wir machen nachher diese Haarprobe, schicken die los und dann warten wir auf das Testergebnis. Also es hat so noch ein bisschen gedauert, das ist jetzt schon der nächste Tag, aber wir machen jetzt die Haarprobe. Ich habe hier nochmal die Anleitung, die müssen wir noch ausdrucken. Hier sind auch nochmal die Schritte erklärt, also es ist wirklich sehr übersichtlich eigentlich. Man muss erstmal dieses Anmeldeformular machen, das ist das hier. Dann muss man den Fragebogen online ausfüllen, was ich gestern erzählt habe, mit den Fragen zur Gesundheit und so weiter. Dann die Haarprobe abschneiden, das machen wir gleich, und dann wegschicken. Also wirklich sehr easy gemacht, finde ich bisher, sehr übersichtlich. Hier trägt man den ganzen Spaß ein, das druckt man dann aus und schickt es halt mit der Post weg, ne? Hier haben wir eine Schere. Man braucht nur 10 bis 20 Haare, steht da. Ich würde einfach, glaube ich, hier unten ein bisschen was abschneiden, oder? Was denkst du? Ja. Das ist auf jeden Fall mehr als 10 bis 20. Also, die werden dann gleich abgeschickt mit dem Anmeldeformular zusammen oder wahrscheinlich eher morgen. Und ja, dann kommen in ein paar Tagen hoffentlich die Ergebnisse und dann schauen wir mal, wie meine Nährstoffe aussehen. Falls ihr das Video nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal. Und falls ihr mal schauen wollt, wie man so richtige Nährstoffmenge in einer veganen Ernährung zu sich nimmt, könnt ihr gerne diese beiden Videos auschecken. Da habe ich das mal getrackt und ja, mich den Tag über so ernährt, dass ich von allem genug bekomme. War auf jeden Fall auch ein spannendes Experiment. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Checkt auf jeden Fall dann das Endergebnis aus. Ich bin selber sehr gespannt und bis dahin. Ciao.